Das denke ich auch. Also was wir da sehen, das ist jetzt die Konstruktion dieses A-Box. Das hat man in der Pressekonferenz jetzt ja im Schnitt gesehen. Dieser A-Bock dient praktisch zur Befestigung und zum, als Rückhaltefundament für die ganzen Abspannkräfte der Tragseile. Das Gelbe, was man da sieht, auf der Höhe kommt dieser Druckbalken aus dem Gebäude raus. Wenn wir mal unten reingehen, dann werden wir ihn sehen. Da ist zum Teil ist er schon betoniert. Das heißt, das ist im Beton, das schließt dann da an. Und so hält das ganze Gebäude dann und den Gipfelgrat zusammen. Die wird auch eingespannt als Materialbahn, sieht man unten einen Kran hängen. Das heißt, wenn Material angeliefert werden muss von der Südseite, dann kommt das mit der Kabine auch. Wie war das mit dem Bergbahn? Die Kabine, die sieht ja aus wie ein verschobenes Parallelogramm. Das heißt, jeder, der ganz vorne steht, also auf der zur bergfahrenden Seite, kann eigentlich den Kopf nach unten beugen und kann senkrecht nach unten schauen. Und die Hinterseite, da funktioniert das nicht, weil die Seilneigung so steil ist, dass die Kabine hinten am Seil praktisch dann beim Pendeln anstehen würde. Deswegen diese Form auch der Kabine. Also für die Schreckhaften ist da hinten der Platz besser, oder? Ja, immer besser nach hinten schauen als wir nach vorne, wahrscheinlich, ja. Ja. Und dahinter ist ja eigentlich der Platz von der Materialbahn. Ja. Und da wird das aufgenommen, auch der Mischer fährt dann bis zur Stütze und da wird der Beton aufgenommen, im Betonbaum wird da angeliefert, da abgestellt, dann kommt der Kran, übernimmt das und dann wird es halt eingebaut. Das ist der fertig gemischte Beton. Ja, genau. Das ist die Transportbahn. Ja, genau, das ist die Materialbahn, ja. Das ist die 6 Tonnen am Tag hochschleppen kann. Ja, genau. Das ist das, also 5,5 Tonnen bei einer Fahrt kann sie halten. Kann sie befördern. Alle Stahlteile muss eigentlich, sage ich mal, mit der Bahn eigentlich befördert werden. Wir haben noch eine zweite Winde, das haben Sie gesehen, drin bei der Gletscherbahn, die unten dort hängt. Die kann aber dann quasi so schwere Last nicht halten wegen der Gletscherbahn, ja, weil da die Kabine noch mit drin hängt. Ja, das ist die Bergstation von der Materialbahn. Der ganze Beton, Stahlstützen, Teile, Bewährung, alles kommt da rauf, wird da unten auf der Plattform abgelegt und dann vom Kran über uns übernommen und eingebaut. Ui.
Ja, das ist ein Video, ja. Oder? Ich hab das